Der letzte Tag hier in Halle, jo, die kleinen belgischen Fans stehen schon bereit und hier wird auch kräftig schon gekleppert. Was war das gestern für ein Tag für Goffin, den Belgier? Hat exzellent gespielt und den Mann der Stunde, Berrettini, bezwungen. Das war richtig gut. Und Roger Federer, man muss sagen, Herbert, der Franzose, er hat ja vorher gesagt, Roger ist mein großes Vorbild. Und er hatte ein bisschen Bammel, das war zumindest der Eindruck, war auch leicht angeschlagen, Federer glatt in zwei. Und so haben wir jetzt das große Finale. Und bevor es dazu kommt, wird am Abend immer noch der Platz gewässert, weil das Problem hier war das gute Wetter. Der Platz ist sehr, sehr trocken, also nicht der typische schnelle Rasenplatz, den gerade Roger so bevorzugt. So haben wir jetzt also Finalzeit, David Goffin gegen Roger Federer. Natürlich ist der Schweizer der Favorit. Er will seinen 10. Titel erholen. Er ist Dauergast eigentlich im Endspiel. Und wir sind voll großer Freude und Erwartung. Egal wer gewinnt, es war ein richtig tolles Turnier. Schon jetzt.